Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und in dem heutigen Video wollen wir uns mal eine Acrocanthosaurus Mod anschauen. Durch diese Mod werden natürlich auch einige Skins und das Model so ein bisschen geändert. Was sich aber genau ändert, das würde ich sagen, finden wir jetzt so ein bisschen gemeinsam raus. Wir lassen einfach mal den Acrocanthosaurus im Standardmuster frei. Wow, bedrohlicher Schrei. Ich muss auch sagen, dass der Acro wirklich ein cooler Carnivore ist. Einer der coolsten von Jurassic World Evolution. Ich pausiere das Ganze mal. Oh, ein wundervolles Bild. Er hat sich sogar gerade mit dem Kopf zur richtigen Richtung gedreht, dass wir Sonne haben. Jetzt seht ihr nämlich mal das Standardmuster. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Skin. Den gab es so vorher nicht. Aber sieht wirklich gut aus. Mir gefallen diese richtig markanten Streifen. Dann ist so ein bisschen beige. Hier vorne ist auch so ein bisschen grün drin und so ein bisschen weiß. Und dann dieses knallige, orangene Auge dazu. Das sieht schon toll aus. Und beim Model sieht man natürlich auch ganz klar die Änderung. Das ist einmal dieser lange Kamm, der sich über den gesamten Körper zieht. Von hier vorne vom Kopf bis hin zum Schwanzanfang. Und ich habe auch das Gefühl, dass er allgemein so ein bisschen bulliger noch geworden ist. Ich meine, er ist ja allgemein so ein sehr bulliger, breiter Raubsaurier. Aber ich habe das Gefühl, durch die Mod wurde er noch ein bisschen noch breiter. Also das sieht schon krass aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass er nicht mehr so aussieht wie so ein Hängebauchschwein. Weil der Original Jurassic World Evolution Acrocanthosaurus sah immer so ein bisschen aus wie ein Hängebauchschwein. Fand ich mal ein bisschen süß. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen besser geworden durch diese Mod. Das ist jetzt die JPOG Acrocanthosaurus Mod. Also Jurassic Park Operation Genesis Mod. Und die gefällt mir echt richtig gut. Könnt auch mal nah ranzoomen. Und dann seht ihr, der Skin ist auch in einer super Auflösung. Also man sieht jede einzelne Schuppe. Das ist schon richtig toll. Merkt euch mal die Skins und schreibt dann mal am Ende, welcher von den Skins, die ich euch jetzt zeigen werde, euer Favorit ist. So. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Ich finde, das sieht auch echt cool aus mit dieser Terrain-Mod, die ich installiert habe. Das ist dieser Wanner-Terrain-Mod. Werde ich alles für euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich auch die Acrocanthosaurus-Mod und alle Mods, die ich hier in diesem Video verwende, werde ich für euch unten in die Videobeschreibung packen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz hier das Ganze ein bisschen in Bewegung an. Sieht schon cool aus, ne? Ich liebe dieses Segel. Das macht echt viel aus, finde ich. So, das ist ja der Standard-Skin hier. Dann haben wir als nächstes einmal das Alpin-Muster. Das sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. Hört so ein bisschen grün, braun, weiß. Sieht auch richtig schnieke aus. Als nächstes haben wir einmal das Dschungelmuster. Das kennen wir ja so schon. Das ist ein Skin, der war auch schon vorher vorhanden. Aber ein wirklich cooler Skin. Deswegen finde ich die Entscheidung gar nicht schlecht, dass man diesen Skin drin gelassen hat. Dann haben wir als nächstes das Steppenmuster. Das ist relativ dunkel, bisschen rötlich drin, bisschen gelb drin. Und dann dieses knallige orangene Auge. Sieht auch richtig cool aus. Ist mir echt gut. Der ist auch neu hinzugekommen. Dann haben wir als nächstes das Sumpfmuster. Auch einer meiner Favorite Skins für den Acrocanto. Der wurde auch nicht geändert, der wurde beibehalten. Natürlich haben die sich alle so ein bisschen minimal geändert wegen dem Kamm hier oben. Aber das haben die wirklich gut gemacht. Das sieht wirklich toll aus. Auch ein super Skin. Und Lebhaft haben wir auch. Der wurde auch beibehalten. Auch ein sehr auffälliger Skin. Sieht aber auch wirklich toll aus. Also kann ich schon nachvollziehen, dass man den drin gelassen hat. Gab es noch einen? Nee, das waren alle. Das sind wirklich tolle Skins und das ist eine tolle Modeländerung. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, welcher von diesen 6 Skins euer Favorit ist. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein paar schöne Videoaufnahmen von dem neuen Acrocanthosaurus an.
Und jetzt sehen wir hier nochmal einen Kampf der Giganten. Ein Tyrannosaurus Rex gegen den neuen Agrokantosaurus, den ich mega cool finde. Also wirklich eine sehr coole Mod. Macht den Agrokanto noch viel bedrohlicher, als er sowieso schon war. Wow, diese Schreie, wie sich das anhört. Richtig böse. Achtet mal auf die Kampfanimation von dem Agrokanto, wenn er angreift. Die ist mega cool. Feiere ich auch richtig. Jetzt sieht man es leider gerade schlecht. Aber er gibt erst eine Kopfnuss und schnappt dann zu. Könnt ihr jetzt gleich nochmal sehen. Kopfnuss ist richtig cool. Und jetzt ist auch schon der Kopf von dem Tyrannosaurus Rex hier unten. Das dürfte es hier gewesen sein. Er packt ihn am Kopf. Bringt ihn hier zu Boden. Und kann dieses Duell der Giganten für sich entscheiden. Das war die JPOG Agrokantosaurus Mod. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Die Mod ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr sie ausprobieren. Alle anderen Mods, die ihr in diesem Video gesehen habt, sind auch unten verlinkt. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.